Zu Wasser, an Land und in der Luft. Dahin begeben wir uns heute in Was mit Film, denn wir sprechen über Die Täuschung, über Imhoff 2 und über Top Gun Maverick. Was für ein Dreiklang von Filmen wir ja. heute Sendung haben. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Sehr ausgeglichen, was die Elemente und so angeht. Ja, ja, sehr gut. Und alles Geheimaktionen, ohne Imhoff 2 gesehen zu haben. Aber es gibt einen Giftanschlag, habe ich gehört. Da hast du wohl recht, ja. Bevor wir darüber sprechen, es steht so im Raum, dieses Ding, von dem ich nicht weiß, was es ist. Ja, ja, unser Film, oder in diesem Fall mein Filmfood der Woche, wir wechseln uns ja immer ab, wer das Filmfood der Woche mitbringt. Und passend zu Die Täuschung habe ich gedacht, das wäre doch ein Anlass. Der Film handelt ja von einer Aktion, die sich auf dem Wasser abspielt. Du darfst gleich erklären, worum es geht. Also wir sind im weitesten Sinne im maritimen Bereich unterwegs. Und was bietet sich für mich als Hamburgerin an oder besser an als eine norddeutsche Spezialität von meinem Papa höchstpersönlich? Ist sehr väterlastig diese Woche. Warum, erzählen wir euch gleich noch. Zubereiten zu lassen, nämlich Lapskaus. Das ist zugegebenermaßen nur die Grundbasis. Normalerweise macht man da noch Spiegelei drauf, dann, wer mag, einen Rollmops und Gewürzgurke. Und ich esse es grundsätzlich ohne Rollmops, sondern nur mit Spiegelei und Gurke. Aber das wäre alles relativ schwer zu transportieren gewesen, weil das schon, wie man sieht, relativ viel meiner Tasche ausgemacht hat. Deshalb ist es jetzt nur die Grundbasis. Und es besteht aus Hackfleisch, aus Kartoffeln. Die Farbe kommt von der roten Beete. Da ist auch noch Gurke drin, alles mögliche an Gewürzen. Und ich habe im Internet gelesen, dass der Geschmack am ehesten vergleichbar sei mit einem sehr, sehr herzhaften Kartoffelpüree. Und ich finde, das passt sehr gut. Weshalb das jetzt eine maritime Spezialität ist, liegt in erster Linie daran, dass die Zutaten, die da drin sind, sehr einfach zuzubereiten sind. Und das kann man halt als große Menge zubereiten. Und in der Regel eben auch auf dem Schiff und so weiter. Daher eine maritime norddeutsche Spezialität. Und ich muss nur mal fragen, dein Vater hat dieses Essen hier zubereitet? Nach dem Hamburger Rezept. Es gibt wohl, je nachdem, nach Ortschaft gibt es wohl unterschiedliche kleine Details, die man dann ändert. Das kennt man ja von einigen lokalen Spezialitäten. Aber ich muss sagen, es sieht jetzt nicht ansehnlich aus. Ich habe es auch überhaupt nicht ansehnlich Es sieht genau aus wie was man auf so einem Schiff mit so einer großen Kelle in so eine kleine Plastikschüssel kriegt. Deshalb bin ich sehr gespannt, was du sagst, weil ich finde nicht, dass dieses unästhetische Aussehen dieses Essens auch nur in irgendeiner Form den Geschmack widerspiegelt, denn ich mag das tatsächlich sehr gerne. Okay, ich probiere dann jetzt einmal. Tu das. Es ist übrigens warm. Ach so, okay. Ja, verstehe, was gemeint ist mit dem Kartoffelsalat. Püree. Also die Gürkchen sind extrem präsent. Ich muss an so ein Royal TS mit diesen kleinen, extrem bitterschmeckenden Cornichon-Gürkchen denken. Aber ich könnte mir vorstellen, mehr davon zu essen. Und wie gesagt, da gehört ja auch noch was zu. Lieber Papa, wenn du das hier siehst, ich weiß, ich sollte eigentlich noch was da drauf platzieren, aber das ist der Hauptteil. Ja, da werde ich in der Pause gleich, glaube ich, noch ein paar Löffel oder Gabeln von essen. Mach das sehr gerne. Und dann erklär mir doch, bevor du das machst, einmal kurz, worum es in Die Täuschung geht. In Die Täuschung oder Operation Mincemeat, wie der Film von John Madden auf Englisch heißt, geht es um den britischen Geheimdienst, der im Zweiten Weltkrieg versucht, Hitler-Deutschland davon zu überzeugen, dass sie Griechenland angreifen wollen, obwohl sie in Wirklichkeit Sizilien angreifen wollen. Es geht also um ein Täuschungsmanöver, das größte Täuschungsmanöver der Weltgeschichte, wie es heißt in diesem Film. Und Colin Firth arbeitet dort beim Geheimdienst zusammen mit Matthew McFadden und zum Beispiel auch dem Autoren von James Bond, der damals auch beim britischen Geheimdienst war und also sich parallel echten, so dem echten Autoren, dem echten also der Autoren. Figur, ja, genau. Wie ist noch gleich sein Name? Ian Fleming, genau. Ian Fleming, der auch immer wieder währenddessen so kleine Bits für seine Spionagegeschichte aufschreibt. Genau, und darum entspinnt sich jetzt diese Handlung. Sie müssen, um diesen großen Fake zu planen, müssen sie eine Fake
Soldatenleiche platzieren in Spanien und sich für diese Person eine ganze Biografie ausdenken, ihm einen kleinen Liebesbrief in die Tasche stecken, einen Ehering, einen Brief, den er von seinem Vorgesetzten bekommen hat und so weiter. Sie müssen eine die Leiche Frau, her? Sie müssen eine Frau einweihen, die ja die Frau ist. Also sie müssen, wie du gerade sagst, ein ganzes Leben um diese Person aufbauen. Und man kann sich denken, wenn das jetzt eine Operation gewesen wäre, die komplett schief gegangen wäre, hätten sie es nicht verfilmt. Also man weiß schon grob, worauf es hinausläuft. Und ich muss trotzdem sagen, obwohl man zum einen weiß, worauf es hinausläuft und zum anderen der Film sehr, sehr theoretisch ist. Also es geht in erster Linie eben um die Planung und gar nicht mal so sehr um die Ausführung am Ende, sondern um alles, was im Vorfeld getan werden muss, muss ich sagen, ich fand den echt spannend. Obwohl das nicht wirklich meine Materie ist und obwohl es auch nicht immer so glücklich ist, auf engstem Raum einfach Männern beim Taktieren zuzusehen. Aber das ist so intensiv gespielt, es wird so, die Dialoge veranschaulichen das sehr, sehr schön, ohne dass man direkt was sieht. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, das, worauf es hinausläuft, das wird ja kaum gezeigt. Also wir haben diese patriotischen Momente der Erhabenheit über den Feind, die haben wir hier ja gar nicht. Das ist alles so unaufgeregt inszeniert. Es ist toll gespielt mit Colin Firth an vorderster Front. Und ich muss echt sagen, ich war, als ich aus dem Kino kam, sehr, sehr positiv überrascht. Ich muss auch echt sagen, das hat über diese relativ lange Laufzeit von 2 Stunden und ein bisschen mich echt gut an der Stange gehalten. Ich finde, es ist trotzdem so ein typischer, vielleicht ist das auch was Positives, britischer Oscar-Kandidat, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht. Also The King's Speech, Darkest Hour, Imitation Game waren so Filme, die mir da sofort in den Kopf gekommen sind. Und dementsprechend, finde ich, hat er jetzt auch nicht eine besonders starke Regiehandschrift oder irgendwie sowas. Ist sehr unaufgeregt inszeniert und ist kein Film der Schauwerte. Nö, das würde ich auch nicht sagen. Aber schon ein Film des Schauspielensembles, das würde ich schon sagen. Und Colin Firth, den wir beide sowieso sehr mögen. Ja, sehr. Steht in der Mitte des Films, ist einfach sehr adrett die ganze Zeit und das reicht meistens auch schon. Ja, du sagst es. Deswegen empfand ich das auch eher als sehr positiv, dass man am Ende nicht nochmal die große Schlacht sieht oder so, sondern eigentlich wie bei Darkest Hour, das hat mir da auch so gut gefallen, man die ganze Zeit in so engen Räumen ist und gar nicht so richtig weiß, das ist ja damals in der Zeit vor Zoom und Skype so gewesen. Du weißt ja nicht, was am anderen Ende der Welt gerade passiert und wartest auf dieses Telegramm wahrscheinlich, auf das Fax. Und das ist fast mit die spannendste Szene, wie man einfach nur die Leute, die wir im Vorfeld begleitet haben, bei ihrem Plan, wie die um dieses Telefon oder um dieses Gerät halt herumsitzen und warten. Und das kosten sie auch richtig aus und die Spannung steigt durch so einen ganz simplen Moment eigentlich. Mhm. Und ich finde, es gibt auch unfassbar viele interessante Gedanken so zum Thema Fiktion versus Reality, also dass Ian Fleming, der mit drin sitzt und generell noch ganz viele andere Autoren und Autorinnen, zeigt schon, dass diese Leute beim Geheimdienst einen Hang dazu zu haben scheinen, sich Fiktionen auszudenken. Und dann gibt es aber auch so Momente wie Colin Firth soll einen Brief faken und nach 14 Versionen dieses Briefes, wo immer wieder jemand sagt, aber das klingt ja überhaupt nicht wie ein echter Brief von so einem General, kommt er auf die Idee, es einfach den echten General schreiben zu lassen. Und das ist dann eigentlich fast so wie sein erster Entwurf des Briefes wieder die beste Lösung. Diese ganzen Sachen finde ich sehr spannend, was mich bis genervt hat und ich weiß nicht, wie es dir ging. Es gibt ja so eine Liebesgeschichte oder Love Triangle und das habe ich einfach überhaupt nicht so gespürt. Und als es dann irgendwann hieß, die Leute reden über uns, dachte ich so, ja, echt? Wirklich? Okay. Ja, es fügt dem Film auch so gesehen nichts bei. Aber es soll natürlich dazu dienen, die Figur von Colin Firth noch ein bisschen nahbarer und emotional greifbar zu machen. Ich fand die auch vorher als reinen Taktiker interessant. Ich hätte das auch nicht gebraucht. Ich finde die Szene, die das einnehmen, lass das 10, 15 Minuten im Gesamten sein, nimm die weg, es ist noch straighter erzählt. Also ja, finde ich, ist auch der Hauptschwachpunkt, aber auch so ziemlich der einzige. Ja. Dem würde ich zustimmen. Soll ich Fazit? Ja, gerne Fazit. Von der missglückten Liebesgeschichte abgesehen, ist Die Täuschung ein hochspannender wie reduzierter Spionagefilm. Greif noch mal eine Sache eben auf, die du gesagt hast. Du hast als Soundtrack der Woche The Imitation Game mitgebracht. Ja, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Mhm. Alexandre Desplat ist der, oder Desplat, bitte sagt mir, wie man ihn nennt. Überall ist es anders. Ja. Hat da den Soundtrack für komponiert. Und ich finde, das ist, der hat ja auch schon The King's Speech. Und bei Darkest Hour war es, glaube ich, Dario Marianelli, bin ich mir nicht sicher. Hat aber irgendwie so das Benchmark dafür gesetzt, finde ich, wie
Historienfilm Soundtracks klingen, nämlich so ein bisschen irgendwie so ein loungiges Klavier, ja, aber auch irgendwie alles so ein bisschen spannend mit so gezupften Instrumenten. Hier bei Imitation Game fast auch so elektronische Vibes, weil es geht ja um Computer in dem Film. Und ich finde, die sind sich alle sehr ähnlich, aber Imitation Game finde ich eigentlich den besten aus dieser Reihe. King's Speech würde ich auch noch empfehlen. Und hat ein sehr schönes Main Theme. War der damals Oscar nominiert bzw. ja, prämiert? Und ich würde sagen ja, aber ich check das doch nochmal, während ich jetzt über Im Hof 2 spreche. Ich will auch gar nicht mich so lange daran aufhalten, weil mir schon bewusst ist, der wird erfolgreich werden, aber sicherlich nicht bei den Leuten, die das hier gerade gucken. Es ist die Fortsetzung von Im Hof 1 und spielt wieder auf dem Imhof. Imhof basierend auf der Buchreihe Dick und Dalli ursprünglich. Heißt wirklich so. Okay. Dick und Dalli und die Ponys. Und der Imhof ist, glaube ich, mit so ein bisschen ja, die Blaupause für Pferde, Mädchenabenteuer. Und es war eigentlich klar, so nach dem Siegeszug von Ostwind und so weiter, dass dann auch irgendwann das wieder aufgegriffen wird. An Teil 1 hat mir damals die Hauptdarstellerin sehr gefallen, die sehr natürlich interagiert hat mit ihrem Umfeld. Zumindest was das Körperliche angeht, die Dialoge, schwierig. Aber man hat gemerkt, dass die Hauptdarstellerin in erster Linie Model ist und die genau weiß, wie sie ihren Körper einzusetzen hat. Also wahlweise in dem Umgang mit den Pferden, der sehr natürlich aussah. Oder eben auch, wie sie sich mit anderen unterhält. Es war dieses Typische, was man öfter hat, ein junges Mädchen muss ein Pferd retten, weil das Pferd auf einem Hof ist, wo es nicht so gut behandelt werden würde wie bei ihr mit Heiner Lauterbach, damals noch im ersten Teil so mehr oder weniger als Antagonist. Und genau dieses Pferd, ein sehr, sehr erfolgreiches Rennpferd, das von der Statur nicht aussieht wie ein Rennpferd. Ich hasse es. Ich hasse solche Details. Das ist, glaube ich, das, wir haben, da kommen wir gleich noch zu, wir haben zu Top Gun Maverick einen echten Fliegerpiloten, ehemaligen Fliegerpiloten, gesprochen, der mit uns die ganze Sache so auf Realismus abgeklopft hat. Und als jemand, der das Metier kennt, achte ich natürlich bei solchen Filmen auch extrem auf den Realismus. Und da waren die Immenhof-Filme, jetzt auch Teil 2, nie die Benchmark. Und das ist etwas, was mich sehr ärgert und vor allen Dingen abgesehen davon, dass die Regisseurin wirklich extrem gut weiß, wie sie Bilder zu inszenieren, der ist top inszeniert, das muss man wirklich sagen, aber sie hat leider überhaupt kein Gespür für Schauspieler und Schauspielerinnen-Anleitung. Denn ich habe lange nicht mehr einen deutschen Film gesehen, der so grottenschlecht durch die Bank gespielt ist und das hat mich aus der ganzen Reiterhof-Ferienatmosphäre total rausgerissen und auch auf so eine krasse Art und Weise, dass ich wirklich dachte, vielleicht hatten die wegen Corona, man sieht im Nachhinein so ein paar Drehszenen, wo sie Corona-Masken tragen und alles, vielleicht hatten die nicht genug Zeit, mehrere Takes zu drehen. Das ist jetzt eine ganz ernste Vermutung, weil es wirkt teilweise wie geprobt und nicht wie gespielt und wie abgelesen und auch so unangenehm, so eine versuchte Jugendsprache da so reinzubringen. Also das war wirklich teilweise cringe. Ja, wirklich. Es war wirklich sehr cringig und das tut mir, wie gesagt, leid, weil der, wie schon Teil 1, top inszeniert ist, was die Bilder, was die Musik, was das Arrangement der Szenen angeht. Ich finde auch, das Drehbuch ist nicht so verkehrt. Es geht wieder darum, dass ein Pferd gerettet werden muss. Aber scheiß drauf, das Pferd ist schön, die Reiterin ist schön, was soll's. Aber und das ist schon immer oft so, dass das junge Mädchen sind, die Pferde retten vor älteren Männern. Irgendwie oder? Schon. Diesen Trope gibt's schon. Irgendwie wenn ich schon. Hände weg von Mississippi oder sowas denke. Ein toller Film übrigens von Detlef Buck. In diesem Fall geht's nicht, also sagen wir so, Heiner Lauterbach ist nicht mehr der Schurke, sondern er ist immer noch der Inhaber des anderen Hofes. Aber mittlerweile arbeiten die so ein bisschen zusammen. Und es soll ein Anschlag auf das Pferd verübt werden, das ja so erfolgreich ist. Und deshalb muss das junge Mädchen, die Hauptfigur, eben das Pferd beschützen, weil sie hat das große Versprechen, das ist ja auch der, der Untertitel, ja, gegeben, das Pferd zu beschützen. Und wie gesagt, ich kann in den Bildern schwelgen. Ich finde das toll, wenn in Pferdefilmen viele Pferde vorkommen. So doof das klingt, das beherzigen eben nicht viele. Aber die Schauspielleistungen, die sind leider wirklich grottig. Und deshalb kann ich den leider nur jungen Leuten, würde ich sagen, empfehlen, die dafür noch nicht so die Sensibilität haben. Weil ich glaube, das sind manchmal so Punkte, die wir kritisieren in Filmen, die, ich sag mal, Otto-Normal-Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht, was denen gar nicht so auffällt, gerade bei jungen Leuten, die noch nicht so viel Filmerfahrung haben,
die werden da nicht so das Gespür für haben, aber ich behaupte wirklich, für die Begleitperson wird das eine Tortur. Und das tut mir wirklich, das tut mir wirklich wahnsinnig leid, weil ich möchte den Film unbedingt mögen. Ich habe dem, glaube ich, auch bei Letterboxd 3 Sterne gegeben für alles drumherum, was halt sieht, was der Film könnte, in seinem Genre natürlich, wenn der besser gespielt wäre. Und schade, sehr, sehr viel Potenzial verschenkt. Okay, lass mich einmal noch kurz aufklären. Alexandre Desplat hat in diesem Jahr zwar den Oscar gewonnen für den besten Soundtrack, aber er war mit 2 Filmen nominiert. Ah, das ist ja in einem Jahr. So. Ja, und zwar für Grand Budapest Hotel und Imitation Game, und er hat für Grand Budapest Hotel den Oscar gewonnen. Und dann schmeiße ich auch noch schnell das Fazit für Imhof hinterher. Ein für junge Pferdefreundinnen wahrscheinlich in erster Linie geeigneter Pferdemädchen-Ferienfilm. Die Schauspielleistungen werden allerdings den Film für alle Leute, denen sowas schon auffällt, eher zur Geduldsprobe machen. Jetzt kommen wir aber zu Top Gun. Und gar nicht so ausführlich, denn wir haben ein eigenes Top Gun-Video gemacht, auf das wir schon sehr stolz sind, würde ich sagen. Ja, das ist schon in unseren Top 3 der besten Carpet-Videos, würde ich schon sagen. Genau. Denn was haben wir gemacht? Wir haben uns mit dem pensionierten Lieutenant Colonel Steven Spam Neuser, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, zusammengesetzt, der selbst schon in vielen Kampfjets drin saß und der mit uns ein bisschen Fact-Check gemacht hat, wie im Original Top Gun und in Top Gun Maverick, wie realistisch das eigentlich ist, was da abgeht, ob das vollkommene Fantasy ist. Ich glaube, wie Quentin Tarantino es ja auch sagt, es ist ein schwuler Fantasy-Film, Top Gun in Wirklichkeit. Ja, und haben auch noch ein bisschen über seine Laufbahn und über das Leben als Kampfpilot im Allgemeinen gesprochen. Also schaut euch das unbedingt an. Genau, deshalb brauchen wir hier an dieser Stelle jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, weil wir in dem Video-Interview viel Gelegenheit hatten, über den Film zu sprechen. Es ist ein sogenanntes Legacy-Sequel. Viele, viele, über 3 Jahrzehnte später ist jetzt dieser Film rausgekommen als Fortsetzung. Halb Fortsetzung, halb Neuauflage von Top Gun 1. Wir haben wieder Tom Cruise in der Hauptrolle, diesmal allerdings nicht als Pilot selber, sondern als Lehrmeister, der eine Gruppe von Kampfpiloten, die schon sehr, sehr gut sind auf ihrem Gebiet, noch besser machen soll. Und dann haben wir 2 Stunden von Joseph Kosinski hervorragend inszenierte Flieger-Action. Ich finde ihn trotzdem teilweise unfreiwillig komisch. Einfach, weil der Film exakt die Knöpfe drückt wie Teil 1. Und in den 80ern hat das vielleicht noch funktioniert. Heute haben sich die Sehgewohnheiten aber einfach geändert. Wir wissen, dass das unfassbar kalkuliert ist. Mhm. Dass das unfassbar pathetisch ist. Wir wissen, wie solche Filme funktionieren. Und solche Filme gibt es heute nicht mehr, weil wir wissen, wie sie funktionieren. Deshalb würde ich sagen, man muss sich darauf einlassen, dass das hier ein Film ist, den es genauso gut in den 80ern hätte geben können. Und man muss das so ein bisschen von sich wegrücken, dieses fast schon Antiquierte, weil dadurch wirkt es teilweise wie eine Parodie. Aber allein für die Action sollte man unbedingt ins Kino gehen. Ich sehe es eigentlich genau andersherum. Also ich finde auch alles, wie du es gesagt hast, super reizvoll inszeniert. Gerade dieses Finale, das ja 45 Minuten dauert oder so. Ich habe das selten gesehen, dass jemand es wirklich schafft, inszenatorisch etwas so lange durch kleine Steigerungen immer spannend zu halten, ohne dass man irgendwann denkt, uff, okay, ja, jetzt finde ich es ein bisschen anstrengend. Das ist wirklich da gar nicht der Fall. Würde ich fast vergleichen mit Mad Max Fury Road im Gesamten. Da bezieht sich, das ist ja eine einzige Action-Szene, das bezieht sich nicht auf irgendein Finale. Oder sagen wir so, Mad Max Fury Road handelt ja davon, dass sie von A nach B fahren und wieder von B nach A. Und ich würde sagen, der ganze Teil von B nach A hat so ein bisschen die Dramaturgie wie die letzten 45 Minuten von Top Gun. Die davor auch immer wieder durchgeprobt werden. Es gibt ja nicht nur, das ist die Mission, wir üben das jetzt 1 Stunde lang im Film und dann machen wir es am Ende nochmal. Ja. Also finde ich diese Schlichtheit auch sehr reizvoll. Aber ich finde diese Knöpfe, die du gerade angesprochen hast, die haben mir jetzt ein bisschen gefehlt, um ehrlich zu sein. Echt? Ich hatte Top Gun 1 gerade erst gesehen und natürlich ist es, man ist ein bisschen beschämt, wenn man das sieht. Mhm. Aber das alles so schwitzig und gelb und alle sind so immer die ganze Zeit horny. Irgendwie. Das meine ich aber, nein, das meine ich tatsächlich gar nicht. Es geht mir mehr um die Mechanismen, wie so ein Action-, Abenteuer-, Kriegs-, Antikriegsfilm. Da haben wir übrigens noch eine Diskussion, was ist ein Kriegs-, was ist ein Antikriegsfilm. Was das angeht, weil dann gibt es eben die Szene, es gibt einen Moment, in dem Tom Cruise im Alleingang die Mission probt quasi, ob sie überhaupt in der vorgegebenen Zeit lösbar ist. Und die ganzen Schülerinnen und Schüler beobachten ihn dabei. Und wir haben halt wirklich alle 10 Sekunden den Umschnitt von einem Schüler zum nächsten, wie sie dann
machend. Okay, oder ja, auch so ganz zum Schluss die Szene mit ihm und Miles Teller, wo sie sich dann mit Tränen in den Augen ganz fest umarmen und nochmal richtig doll auf den Rücken drücken oder wenn dann Rücken klopfen oder wenn dann irgendwie eine Mission gelingt. Die feiern jede Mission, als hätten sie gerade die Welt gerettet. Ich frage mich auch, die müssen wahnsinnig wenig Vertrauen in ihre eigenen Künste haben. Oder wird dann auch so dieses Typ. Und das sind alles so Sachen, wo ich denke, ey Leute. Okay, das verstehe ich. Also ich meine jetzt gar nicht diese, was wir auch in dem anderen Video besprechen, diese unterschwellige Homoerotik und so weiter. Das hat Top Gun auch nicht. Und ich finde ihn auch tatsächlich weniger patriotisch als den ersten. Es geht gar nicht so viel um das Land Amerika, sondern einfach um diese Einheit. Ich finde trotzdem, dass man ihn sehr gut gucken kann. Man sollte sich nur darauf gefasst machen, dass man gefühlt nicht in einem Film aus dem Jahr 2020 sitzt, sondern aus dem Jahr 1986, wenn das erste Film erschien. Und trotzdem habe ich oft, und das hat mich dann selbst was ein bisschen geärgert, aber eigentlich auch nicht, habe ich immer wieder gedacht, dass das jetzt bei mir doch funktioniert. Ja eben, das ist es ja, der funktioniert ja trotzdem. Es gibt diese eine Szene, wo man denkt, Tom Cruise sei, oder war es Tom Cruise, irgendjemand sei abgestürzt. Ja genau. Dann wird es kurz ruhig und dann kommt er doch noch aus einer Senke hoch und ich hatte plötzlich Gänsehaut und dachte, dass du auf den Trick reinfällst. Und das ist aber schon sehr spektakulär. Dazu Fazit. Top Gun Maverick. Ist ein Film, der funktioniert wie das Original, nur mit einigen Stellschrauben in etwas andere Richtung. Man muss sich darauf einlassen, dass dieser Film eben nicht so funktioniert, wie es heute etwas subtiler erzählte Filme des Genres tun, sondern irgendwie schon mit einem emotionalen Vorschlaghammer, sodass man teilweise gar nicht wirklich weiß, ist das jetzt eine Szene von damals oder von heute. Aber funktioniert als Tom Cruise-Vehikel. Und ihr könnt mir gerne da draußen, wenn ihr den Film gesehen habt, die Frage beantworten, warum Tom Cruise weder im Vor- noch im Abspann auftaucht, sondern erst im Rolltext. Hat er das nicht mehr nötig? Okay. Und ich habe mehrere Leute gefragt, ob ich ihn vielleicht übersehen habe. Und alle haben sich das gefragt. Also sehr merkwürdig. Hier ist er der Einzige, der auf dem Poster einen Platz findet. Vielleicht ist das ein Ausgleich. Vielleicht. Ja. Okay, wir sind durch mit den Kinostarts der Woche. Ja, da ist doch einiges dabei. Wo wollt ihr hin? Wollt ihr auf den Reiterhof? Wollt ihr in die Luft mit Tom Cruise? Oder wollt ihr doch lieber unter Wasser mit Colin Firth? Das solltet ihr entscheiden, bevor ihr diese Woche ins Kino geht. Und wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder die Glocke oder ein Abo oder Geld. Und wie das funktioniert, das findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Ciao.